Mit Eva auf den Straßen. Immer sicher am Ziel. Moped. Moped. Das ist ja gut, was macht man damit, wa? Aber ich würde es erstmal mitnehmen. Dann weißt du, was das mal gut ist. Oh, der wird jetzt hier geschossen haben. Oh, gibt's ja nicht mehr. Was gibt's nicht mehr? Das Auto. Achso. Als die das damals aufgelöst haben, alle, haben sie doch wohl für im Radio und so groß rumgesprochen worden, dass du alles rufen kannst da. Okay, das ist gar nicht. Gleich mal gekriegt. Genauso hier die ganzen Bänke, die da sitzen, wo du immer warten musst auf den Flieger und so was, konntest du alle kurven an den ganzen Kack da. Aber was will man damit? Siehst du doch. Das Auto okay, aber kann ich doch verstehen, aber. Ja, manche stellen sich sowas vielleicht irgendwo hin und das ist, dann hast du dann irgendwann vier Räume ein, die hier so einen Flug auf den Tegel oder naja. Oder oh hier, MZ. Oh, hier wieder so ein Loch. Da, wieder hinten. Nee, ist doch dein Gürtel, nur ein ähnlicher. Da fehlt die. Ach hier, Pistolen mit Pistolenhalter. Das ist der blinke Gürtel. Genau, das ist Pistole. Hier sind sie. Guck mal, die hat schönere Lampen. Die anderen waren ja mal alle hässlich. Da sehen wir uns ja auf jeden Fall. Genau. Wir müssten eigentlich noch gleich einen anderen Kumpel treffen. Oh. Erstmal hier, guck mal hier. Ein seltenes Fahrzeug. Das sehe ich auch noch beim Zweitakt Berliner irgendwann. Warte mal, ich hab noch mehr. Dann haben wir die Übermaß machen lassen. Ja, du, der bremst so gut. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist. Da haben wir voll oft die Übermaß gemacht. Das ist so ein richtiger Dreiländer-Mensch hier, ne? Ja, ich sehe schon, den Lenkrad da auch. Ja, aber der ist ziemlich teuer. Ja, teuer ist immer schlecht. Hier sind Wakas Wimpel mitnehmen. Der ist ein bisschen übertrieben. Guck mal hier, das ist wieder was für dich. Ja, ja, ich habe ja welche dran. Die sind aber schöner. Ich habe ja welche dran. Die sind aber schöner. Ich habe ja welche dran. Okay. Oh, hier, was ist das? Die 58, P70. Peilstäbe, geil. Oh, die gute Motorraumleuchte. Ist der vollständig? Ja. Was ist die dicke hier? Ja, ist für einen 351. Achso, aber ist für Wartprobe, sehe ich gerade. Ein guter Wasserbehälter. Die guten Einbau-Lautsprecher, Junge. Hast du überhaupt noch Geld, ey? Hast du schnell ausgegeben? Im besten Fall hätte ich noch P-Port, wenn ich das haben will. Das kaufen wir nicht recht nehmen. Ach, die ist hier mit PayPal oder was? Ja, ne? Nein, ich meine nur, manchmal ist das ja so, dass sie sagen, ah, dann machen wir das so oder so, halt ohne gemacht. Da liegt ein Glasdach, kannst du auch die am Tabi haben. Ja. Stimmt hier, dieses Klappdach, ja, das ist geil. Was ist denn so eigentlich, Alter? Wo ist der denn? Das kann ich dir aber nicht sagen. Also, da wollte ich ja gleich unter Ecke. Das ist ein BMW-Emblem. Oh, Ford kann ich mitnehmen. Ach, guck mal hier. Ja. Ja. Oha. Oha. Nein, da konnte ich nicht mehr laufen. Noni. Das ist doch wieder teuer. Du, im Moment noch nicht. Da, ich sag, ich rufe dann schon. Das ist doch wieder teuer. Ich weiß nicht, was das kommt. Oder hier, kannst du da. Nee, ein Huni kostet die, glaube ich, nicht. So viel Zeug hat der nicht mehr. Also, dann kriegst du für 30 oder 40. Dein bester Kumpel war. Das sieht sehr nach Original belassen aus. Kennst du den? Nee, sag mir jetzt nicht. Ja, der war aus. Du musst mal fragen, was ins Post ist. Ja, quatsch ja gerade noch. Achso. Was nimmst du denn für so ein Emblem hier? So, für das? 20. Okay. Mach für 2,14, ne? Tja, siehst du. Oder 30. Wisst ihr, was der Oma damals noch hatte hier? Die hatte Oma meine. Sieht besser aus als meine. Meine sind scheiße und so hässlich.
aber jetzt hat er da. Ich brauche jede 40 dabei, ist mein Problem gerade. Oh, Fragen. Wir müssen hier mal verhandeln, Junge. War was interessant. Teamleitung, ne? Gut, aber ist leider nichts geworden mit den Emblemen. Er wollte kein PayPal haben, denn schade ist es halt so. Wer nicht will, der hat schon. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Ey, ja, da kriegst du deine Benachrichtigung dann drauf, dass das Geld da ist. Guck mal, da sind drei Überlenkrad. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das ja, aber nicht eingesessen, nicht zerbeult, die ganzen Probleme. Man sieht ja schon so ranzig aus, aber man hat gehört, man schleift ja einfach nur an und lackiert die über. Der Frankenstein, der da uns gerade zu möchte, da lang, nach hier, da. Aber der schwarze kostet. Da, ein bisschen Frankenstein. Der da hinten, der da an dem Enger steht. Ja, was mit dem? Der ist auch übelst teuer. Also brauchen wir nicht kaufen, sagst du? Nee, also der ist auch ein bisschen übertrieben, der ist für so eine Heckleuchte hier für 100 und so weiter. Was? Also in 20 waren okay die Embleme, ich glaube die kriegst du im Internet auch nicht mehr. Ja. Kann ich keine Nummer haben? Da liegt schon wieder Fellenringer. 100 da, ist ja selber gesagt. Ja. Aber die sehen ein bisschen besser aus als die du hast. Ich kann meine ja noch sauber machen. Jetzt sehe ich die so an. Ich sehe wieder Zylinderkopf. Hm? Ich sehe wieder Zylinderköpfe. Ja, das ist aber ein 3-Elver. So alt ein sein. Das ist nicht 3-Elver. Woher kenne ich denn einen 3-Elver-Kopf? Was? Woher kenne ich denn den 3-Elver-Kopf? Ja, du hast ja keine Wasserpumpe dran. Du hast vor allem nur diese Welle dran. Ach so, okay. Also da sieht das ungefähr fast so aus wie da, ohne nur, dass du dir dieses Loch da wegdenken musst. Ah, okay. Ja, du musst auch ein Loch denken, ein rundes Loch. Ja, aber nicht so halt. Ja. Ne? Gut. Jetzt muss man sich ein bisschen wegdenken und dann hast du nur eine gerade Welle. Im Netz habe ich so eine. Ist doch für eine Rennpappe. Ja. Die Lichtmaschinenabdeckung ist bei mir ja komplett im Arsch. Nur mal neu, irgendwann mal neu besorgen. Also, eigentlich war ich leider. Ja. Ja. Wir müssen separieren nach wichtigen Sachen. Ne, ich hab das bei mir auch auf der Hutablage immer stehen, damit das schön aussieht. Ach, darüber brauche ich nicht. Eine Spielerei. Guck mal, da ist auch noch eins von Vati. Guck mal, da liegen wir so mit dem Lüfter hier. Wo ist meiner eigentlich? Hast du schon. Die sind doch noch da. Ja. Schon kaputt. Ja, den hänge ich zu den 10 anderen, die da schon hängen. Und warum brauchst du da noch einen 11? Ja, jetzt so verschissene Nierenspiegel haben. Ja, aber sind das die wir brauchen? Ist wir haben Schraube unten. Aber gefällt mir nicht. Hat er alles gut. Ach Mann, warum brauche ich immer die teuren Teile? Das ist immer so. Dabei so nimmt er dafür so ein Ding. Hm? Ich habe eh kein Geld mehr. Was? Was dafür so ein Spiegel nimmt? Wahrscheinlich auch 100 mindestens. Zu teuer. Ja, da kannst du nur kaufen, wenn du was brauchst, was du woanders nicht kriegst. Oder so. Ich glaube, im Internet kannst du die für einen Fuffi oder so, kriegt man die da. Du siehst, das hast du schon teuer einen anderen gekauft. Das ist ein Heckcode-Flügel, den kriegt er nicht vorne ran. Achso, das war für vorne der andere. Ja, den kann ich mir nicht vorne anziehen. Noch nee. Ein bisschen zurecht tüdeln, dann passt das schon. Ja, das ist auch so eine Eigenart von dir, ne? Mit dem Tüdeln immer. Ja, so lustig. Ich kenne keinen, der das sagt. Doch, der Dicker aus dem Norden sagt das immer. Tüdeln. Wer? Kennst du den nicht? Max Beachop? Der Dicker aus dem Norden? Ja, den finde ich aber nicht so gut. Nee? Nee. Und dann guckst du meine Wiese auch nicht besser. Ja, deins finde ich irgendwie besser. Also. Oder stinkt der im Fett vor sich hin? Ich geh da mal kurz hin. Gut, ich geh dann aber hier. Ja, bitte hier, da. Lecker! Haben wir immer mit drauf. Schön. Oh, wirklich? Ach so, der ist auch, ja. Ja. Die auch. Und dein Kumpel und dein. Lecker! Guck mal in der alten Wanne. Abwurst frischen. Hab ich immer langsam Bock drauf. Tüdeltische. Ja. Tüdeltische. Mit dem ich wieder Siedler, hat er mir auch voll. Geil wäre für den Trabi noch diese alten Linker, wisst ihr? Die mit dem Chromrand da drumrum.
Hab ich. Ich hab auch noch diese kleine neue sozusagen. Da. Kennst du mir doch. Da hab ich auch schon mal, mir die mal irgendwann mal besorgen. Also ich frei. Wieso, was ist denn das da? Ja, da braucht man kein Buch für, das kriegst du doch auch so hin. Bist du sicher? Ja. Ich glaube ja nie. Das Einzige, was ich habe, ist so ein Fukushima. Hamasutra-Buch habe ich noch zu Hause. Du weißt, dass das ja alles drauf ist. Oh. Hast du 3 Euro. Naja, ist egal, das ist ja nichts Schlimmes. Guck mal hier, liegt ein Federansatz. So wie der sich anfühlt, ist der auch komplett. Ah ja. Ja. Wie viel Atta der hier hat, Alter, oder? Atta, Atta, Atta. Atta, Atta. Atta, Atta, ja. Boah, Alter, Junge, eine Knarre. Ja, kommen auch gut die Kugeln durch hier vorne. Ja. Aber die ist original DDR, ne? Oh, geil. Ey, mit dem Soss kannst du mich alles nicht begeistern. Nee. Hier sind mal so eine Dinger hier, die wir schon 800.000 Mal gesehen haben. Ich find sowas geil, ich find sowas schön. Ich find ja auch sowas hier schön, ne? Ich sag mal, man muss nicht alles haben. Ja, sowas hier. Schade, dass die kaputt ist. So, so eine IVA-Tüten finde ich ja immer schön. Schön im Polski Fiat hier hinten. Ja, guck mal, da sind sie wieder, die Trabantfahrer, Junge, die Rauis, Junge. Die Raser. Ja, guck mal, da ist der ganze Kotflügel kaputt. Der muss so. Irgendwo angeditscht, oder? Ist das so ein Queck, oder? Da? Queck Junior da hinten? Jedenfalls irgendwie sowas. Boah, hier auch voll die Stoßstange verbogen hier. Kers Raudis, Junge. Hier halten sich schon mehr die Wartungsfahrer an hier. Weil wir auch schon nur so rumgerast sind. Bis uns Ohren halten. Ist ja toll, ey. Ich kann so einen Apfelsaft kaufen von vor 15 Jahren. Den hab ich alle. Also Apfelsaft nicht, aber ich hab hier so eine Werbung oder so aus der DDR noch. Ein 100er. Lampenringe. Das ist der Ring, der ist auch teuer. Jetzt ich den Baller wieder ganz ab. Da kaufe ich nichts. Ja, der hat so eine Vergabe-Tüten hier, so dicht und fast. Der will ja 80 Euro für haben. Hat der einen Arsch offen? Wahrscheinlich. Ja. Na, meine Bremsen sind so komplett überholt. So war das neu. Zylinder und Backen hoch. Ja, das ist aber 353 hier. Hallo, brauchst du eine Bremsbelle hier? Eiskaffee habe ich. Kannst du dich zurechtschnippeln, wenn ich hier passt?
Eiskaffee. Was hat er? Eiskaffee hat er. Ich weiß, habe ich auch verstanden. Hier ist wahrscheinlich wieder für dich alles. Ich mach da mal einen Bogen drum. Und so ist hier die wichtigen Sachen, die Teile. Ja, wo ist der denn? Ich sehe ihn gar nicht. Das ist im Set. Das ist im roten Passat. Ich hab noch keinen roten Passat gesehen, glaube ich. Der ist doch schon wieder losgefahren. Oder der steht da hinten draußen dann auch. Oder waren wir ja neuer, Hanni? Ja, das ist alles im Set hier. Das ist auch im Set. Was ist hier mit den Mitteltischen da? Ja, haben wir auch noch nicht. Sieht hier auch mehr so wie ich die. So, alles MZ ist das. Der beste Ausflugsbauer von Jens Kuba. Oh, ist hart. Was ist hart? Achso, dein Kreuz. Du sollst auch nicht fressen. Ja, ich glaube, das gottet ohne so viele Beliebte, wenn ich mache. Ich muss sie nachher dafür entschuldigen oder so. Drei Stunden kann ich nur aufnehmen. Wir müssen uns beeilen jetzt langsam. Ich habe noch eine Speicherkarte hinten drin. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier schneiden soll, alles dann nachher im Endeffekt wird. Ja, ganz viel mit mir, denke ich mal. Oh, hier. Austauschmotor. Ja, aber der ist 3-Ölber da, ne? Guck, das ist wieder ein 3-Ölber-Kopf hier. Ah, okay, mit dem Ding, alles klar. Und das hatten wir da gerade eben gesehen. Genau. Radio. Klappert nicht, hat sie, ja? Ich glaube, die Welle jetzt einfach neu machen, ist günstiger als einen kompletten Block zu kaufen. Ja, und du weißt ja nicht, was damit ist, ne, wo der herkommt. Nee, eben. Dann reißt du den das erste Mal an, dann klappert da irgendwas anderes dann dran rum. Wird ja eben. Waren wir hier nicht? Nee, da hinten waren wir schon. Ne? Wir ich glaube, so langsam sind wir hier am Ende, ja. Kommen wir dann zurück. Da war ich schon. Oh, ja. Und glotzen wir hier nochmal schnell drüber. Glotzen wir drüber. Tun so, als wollen wir neugierig was kaufen und von der schnell wieder ab. Sieht auch wie von so einer Tastatur. Für mich ist hier nicht dabei, jetzt sehe ich auf Anhieb auch mal hier mit meinen Motoren. Boah, guck mal mit so einem alten Lüfter. Aber ein alter 3-Reihen-15 Motor hast du noch, ne? Der hat ja den kleinen Lüfter. Aber, der ist schwarz, der macht dann sowas. Ist das hier scheißegal, die Farbe? Da hat sich irgendjemand, keine Ahnung, was. Ich brauche mal dringend so einen Vergaser-Überhol. Ist halt auch mal mein Vergaser, sifft nämlich auch aus allen Ecken und Enden. Das ist aber auch ein alter 3-Reihen-15 Motor, ne? Der hat noch die alte Benzinpumpe dran. Ne? Und der hat auch noch ein Gasgestänge dran, ne? Geil. Yeah. Und noch die alte Lichtmaschine. Waschmaschine ist kaputt. Das ist der Trubby-Motor. Trubby-Aggregat. Ja. Und vor allem, wie die alle aussehen, die verschmuddelt. Oder wie es wohl die gefunden hat. Wahrscheinlich das übergeschlachte Hinterhofauto. Mit Sicherheit. Naja. Machen wir noch was Interessantes? Wir werden mal sehen, ne? Also. Ich filme, glaube ich, nur den Boden die ganze Zeit. Will man nicht die ganzen Leute mit drauf haben? Das darfst du da doch aber, oder? Theoretisch müsste ich jeden Einzelnen fragen. Hier, sag hoch. Das ist aber Pappe, ist nicht Wartburg. Echt? Ja, siehst du doch schon, da sind Kontrolllampen drin, hat ja Wartburg doch nicht. Stimmt, ist richtig. Doch, meiner hat auch zwei Lampen drin, immer für Bremslicht. Wenn du bremst, dann leuchtet da eine Lampe. Wenn du bremst, leuchtet bei dir eine Lampe? Ja. Warum 3 Euro? Ja. Was? Hat er aber nicht, eigentlich. Kann ich dir zeigen. Das ist aber cool, also. Ja, das weiter gegen das funktioniert. War das beim Bremsen noch was waren oder war das was anderes? Warte mal. Du hast kurz die Kontrollleuchte in dem Kombi-Instrument eigentlich nur drin. Du hast in dem Tacho nur eigentlich Beleuchtung, wenn du abends das Licht anmachst. Nee, da ist eine Lampe. Wenn ich auf die Bremse latsche, hält die mit an, glaube ich. Ich muss ja nochmal gucken. Irgendwas macht die da. Da hat mir noch der, wo ich den gekauft habe, noch ganz stolz das erzählt, dass der sowas hat. Nicht den Unterschied zwischen 3-Reihen-15 und 1-3er. Der ist quick. Einer ist 2 cm länger. 2 cm länger wie
Vielleicht war auch dieses Licht für was anderes, die muss noch mal gucken, aber irgendwas leuchtet da bei mir immer. Ja. Über die gute Zeitung gelaufen. Ja, ich bin halt ein Fettsack, weißt du doch. Das lassen wir einfach mal so stehen. So, da ist wieder Simson und nicht copyright-freie Musik. Ja, okay. Das ist auch das Motorrad. Wir waren ja auch noch nicht, oder? Nee, die einmal hier drin müssen wir noch langlatschen, den Kreis. Macht sie doch richtig schön verzinkt aus. Aber wieso wir alle Moped nur? Ja, viel. Hast du mir was gefunden? Nee, ich hab nur geguckt. Was? Nein. Hast du die Kurse? Wow, 5er. Oh, ja, du wieder. Jetzt? Hier mal ein paar Fahrzeuge, die man hier sieht. Oh, hier, hier uns ein paar Fahrzeuge an, die ihr schon kennt, man kennt sie. Jetzt soll langsam aufhören mit Vögel. Wir haben jetzt genug, das ist hier glaube ich für 2 Stunden Videomaterial. Ich muss mal hier so ein paar spärliche Autos an, die meisten sind mit ihren Westschüsseln hier angereist. Bisschen schade, dass wir können ein bisschen mehr filmen hier in Sachen Autos. Aber wir machen den einen oder anderen 353 haben wir noch entdeckt hier. An diesen 1,3er, da sehe ich auch gerade. Hat kurz gedauert, ich habe dann die Rückleuchten gesehen. So geil. Oh, hier, der hat das schöne gute Emblem. Mann, das will ich auch haben. Das ist aber nicht original 1,3, hat der nie gehabt. Nee? Nee. Stimmt, der hatte bloß diesen Plastikschriftzug da, ne? Da vorne, ja. Wollen wir noch mal da hinten. Ich guck, lass mir mal die anderen da hinten mal an. Da ist nämlich noch ein Wartburg. Oh, hier Tuning, Junge. Tuning. Das liegt da hinten am Spoiler. Oh, oh ja, was ist denn hier unten los, Junge? Ich sag ja Tuning. Naja, kann man auch machen, ne? Allein die Blinkheit hier vorne, der Stoßstange. Ja, das ist ein bisschen machbar, muss man vielleicht nicht. Ja, denke ich mir. Mensch, das ist Dirk. Da siehst du. Da ist er ja. Da sieht man im Schatten irgendwann. Aber naja, so ein Mann, hat er ja auch schon. Kübelchen. Trotzdem ein schönes Auto. Jetzt läufst du vor den Kübel lang. Ja, natürlich. Junge. Muss ja immer im Bilde sein. Hier, ne? Das ist ein Sparkopf. Ja, Leute, automäßig ist ja nicht so viel los. Aber 2 Räder. Hier deine MZ auch noch mal ein Video. Grüße noch mal an der Stelle. Schön, dass wir es mal wieder gesehen haben.
du deine Bremsscheiben nochmal? Da liegen ja Teile drin. Und Mensch, wärst du fast dran vorbei gelaufen, Junge. Ja, reicht. Da sind wir deine... Nee, das ist was anderes. Oh, da hat ein Bandtacho drin, glaube ich, ne? Und hier mein gutes neues Emblem, was wir auch bald haben werden, hoffentlich. Scheiß mal mit dem Stand. Vielleicht noch mal. Facelift. Oh, schau, man kann es nicht erkennen. Spiegelt. Was? Kann man nicht hier reinfilmen, kann man es nicht sehen, weil die Scheibe leider spiegelt. Tja, lass mal sehen. Mensch, der einzige andere 3L war der von Charlie und mir. Oh, ja, auch wie geleckt, Junge. Ich schaue mir, oh, da ist sogar zweifarbig. Geil. So könnte Monika auch mal aussehen. So schon glänzt. Aber das ist noch eine Weile hin. Schön geleckt. Ja, guck mal, ich will Rotmann Schonbezüge hat der drin aus dem Internet. Warte, ich will auch diese scheiß Felgenringe da haben. Für ein 311er. Ja, für ein 311er. Mensch, weißt du, was ich meine? Hier dann bei dem. Ach nee, da hat keine drauf. Guck mal, der hat die gleiche Tatze wie ich. Hinten. Die wissen alle nicht, was gut ist. Ohne Tatze fahren. Könnt ihr mal die Kommentare schreiben, ob die Tatze geil ist oder nicht. Alter, der ist ja richtig Mühe eben, ne? Ja, so hochglanzpoliert hier dieses Teil, dieses hier hinten. Normalerweise sieht das jetzt aus wie hier. Ja. Aber den Rest aber auch noch polieren hier. Auch schon überlackiert. Alter. Schöne Kiste auf jeden Fall. Ja. Sehe ich mich auch drin. Aber wobei, ich wollte einen Tourist haben. Tourist ist cooler. Als eine Limo, finde ich. Da kannst du den Leichensarg reinschieben mit dem Tourist, ey. Die haben beide so ihren. Guck mal, hier ist auch so eine Tatze. Aus Berlin ist er. Ein Bäder aus Berlin. Das ist ja der ein und derselbe. Der 311er hat den abgeschleppt. Ja. Aber ich nicht gedacht, dass wir noch einen 311er hier mal sehen heute. Oh, da muss los. So muss das aussehen da drinnen. Alter, ja, hab ich auch schon gesehen. Was kostet so was hier? 25 war in dem Zustand mindestens. Ja, die werden beide zusammenkommen. Ja, denke ich mal, wir beide aus Berlin. Aber ich kenne beide nicht. Der ist immer hier, der hier. Ja? Und den siehst du hier ständig. Oh, der hat voll die Lackeinschlüsse hier. Wurde draußen lackiert. Tatsächlich, ja. Naja. Altes Auto. Darf passieren. Darf sein. So, Freunde in der Sonne, wir sind wieder zurück. Charlie ist nochmal mitgekommen. Noch ist Charlie gerade am Wartburg gucken. Hat schon wieder Sachen gefunden, die nicht tüffig sind. Und denkt sich, scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? Hätte ich den Idioten bloß nie angeschrieben? So in etwa, ja. Ja, wir haben Spaß, aber das soll es gar nicht gehen jetzt. Dann geht es ein andermal. Wollte ich mal kurz hier die Ausbeute zeigen. Was ich mir jetzt zumindest hier so mitgenommen habe. Von Charlie habt ihr ja mal so nebenbei mitbekommen. Einmal hier so ein DDR-Blechschild geholt. Da hole ich mir auf Arbeit nochmal hier so zwei Saugnäpfer für rechts und links. Und dann kleben wir das hinten im Wartburg in die Scheibe rein. Ich hätte eigentlich mal zwei mitnehmen, dann hätten wir für den Trabi auch noch eins gehabt. Sogar ein originales DDR-Schild. So, dann haben wir noch, wir haben einen neuen Schalter für die Nebelschlussleuchte für Gerd. Ich glaube, 4 Euro habe ich bezahlt, weil der alte, wenn du den schüttelst, dann klimpert der. Der klimpert aber nicht. Den werden wir dann da mal demnächst einbauen. So, dann haben wir noch ein Federnset für den Trabant 601. Ist zwar, glaube ich, nicht mehr ganz 100% vollzählig, aber zum größten Teil. Das wollte ich nämlich auch schon eine ganze Zeit lang haben. Dann haben wir mal den nötigsten Scheiß hier drin, wenn uns mal irgendeine Feder um die Ohren fliegt, dass wir das hier wieder zusammentüdeln können, wenigstens. Oh, ich sehe was, aber nicht aus deutscher Produktion. Ist das hier Polen oder Tschechien oder irgendwas? Nee, ist ja jetzt erst. Aber es sieht auch trotzdem deutsch Federnsortiment, ne? Interessant. Der Karton ist ganz witzig hier, dass der auch noch da ist.
hier für 3,50 Mark, ich habe 5 Euro bezahlt. Ich denke mal, ist okay, kann man nicht meckern. Die Eichhochschuhe, die kosten manchmal 15 oder 20 Euro bei eBay. Und ich glaube, das, warte mal, eine Sache haben wir noch, und zwar, tada, ein Nierenspiegel für die Monika, auch original DDR-Spiegel. Ja, Preis könnt ihr sehen, muss ich nicht sagen, auch so vom Zustand her eigentlich super, würde sagen, neuwertig. Ja, theoretisch reicht ein Spiegel am Wartburg, wir müssen mal gucken, ob wir den irgendwann mal noch für rechts kriegen, aber es reicht, wenn wir nur einen linken haben, weil am Wartburg sind nämlich diese hässlichen Travi-Spiegel bei mir dran, also hässlich nicht, aber am Wartburg haben die nichts zu suchen in meinen Augen. Und ich glaube, ach nee, doch, eine Sache haben wir noch. Und zwar die Türgriffdinger hier, ne, diese Anschlaggummis endlich. Die werde ich mal jetzt noch ein, die werde ich mal schnell da reintüdeln. Die habe ich auch noch geholt. Dann haben wir die nämlich auch endlich mal. Weil die fehlen nämlich bei mir. So, würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Videos. Werden wahrscheinlich mehrere Videos sein, wie wir da über den Teilemarkt geschlendert sind. Charlie guckt immer noch, was tüffig ist oder nicht. Und würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Was sagst du? Warte noch. Mann, ich wollte die Kamera ausmachen. Deine Front ist gar nicht am Rahmen angeschraubt. Wie? Also, du hast ja hier der Rahmen. Ja. Und dann hast du ja hier, das ist ja das, was ja die Frontschürze hier hält. Da kommen eigentlich Schrauben durch. Da sind gar keine. Ach so, super. Die deine Front, also diese Lippe hält ja nur hier, wo sie mit den Kotflügeln so verschraubt ist. Oh, schön. Oder auch nicht. Ja, da sind ja nur Schrauben, die kann man da, die hat man ja denn. Auf der Seite ja genau, man sieht ja, wie das hier absteht. Ja. Eigentlich kommt die ja da ran. Und du meinst mit deinen, was hast du, Uferrampen? So weit, ja. Kommen wir da ran und kriegen das alles hin. Ja, da kommst du auch ran, wenn du das Rad abschraubst und den aufboxst. Gut, na, ihr seht, wir sind in den besten Händen jetzt. Und wir kriegen Monika hoffentlich durch den nächsten TÜV durch. So, und jetzt tschüss.